Hallo! Hallo. Da läuft gerade Wipeout 2097. Sag mal, habt ihr noch... Auch ein 2000er, nee, 4000er. Jawohl, ja. Wahnsinn. Ja, sag mal, du hast nicht vielleicht noch ein Netzkabel durch? Nein, okay, alles klar. Ich habe auch nichts mit... Ich habe nur ein Altimate 64 mit. Ah, okay, deswegen, ja. Das... Genau, ne? Ich kann ja wieder frei werfen, aber ja, wir haben jetzt von mir auf Double die Preis, haben wir jetzt auch eine sehr gute Runde zu Wir werden nur Geräte auf, keine Leute. Geräte, keine Leute. Ich bin der Gerätemanager. Gut klauen. Ich glaube, den Schwachsinn will keiner klauen. Ey. Ja, das ist dann Welle über das Boden. Ohne fällt noch die Endsequenz. Die da sind Hi. Red over Moskau. Ja.
Boah, da gucken wir aber ganz schnell. Haben Sie es mit Ihrem Sohn? Müssen wir nämlich auch der Start nämlich. Aber wir haben ja zwar keinen Namen des Unterschiedes, sondern nur die Nummer 3, oder? Die verstehe ich nicht. Nur sei der Mann huscht mir durchs Bild. Oh, und 2000. Keine Waffeln? So, denn optische Visualisierung. Ja, genau. Zum Beispiel, es gibt ja Probleme, manche, die vertragen ja keine Kickstart 2.0 oder die Spiele, die du hast, oder irgendwie 1.3er. Wenn du mit dem WHD los, nur von ein Kaffee getrunken. Ich sagte guten Abend! Guten Abend!
da müsst ihr jetzt durch. Wir müssen alle zusammen durch. Wir haben ein Jahr lang hier drauf verzichtet. Und das war ein riesen Schmerz. Also mir hat das einen Schlag versetzt. Wie ist das mit euch? Nein! Wie nein? Doch! Jedenfalls kann Schmerz Inspiration sein. Und ihr wisst, ich bin kein Musiker. Und ihr wisst, weiß Gott vom Karaoke, ich bin kein Sänger. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, euch heute ein Lied mitzubringen. Aber ich kann das nicht allein. Ich habe mir einen Chor aus 6 unerschrockenen Kriegern, der 6 ist leider gerade nicht da, weil er ist Kantor, und eine Kriegerin, die leider auch nicht da sein kann, zusammengesucht. Aber wir schaffen es auch nicht, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Und zwar, macht ihr bitte mal nach. War das gut? Was meint ihr? Okay. La 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 Ich drück mich jetzt nicht länger. Das hier ist meine Liebeserklärung an die Toreko, an euch. Und ich hoffe, ihr gebt mir keinen Korb. Nein, du hast die falsche Taste gedrückt. Eine Taste drücken. Schau mal, wie der Betrug aus dem Fenster. Das letzte Mal war vor einer gefühlten Ewigkeit. Ich kann's kaum erwarten, es ist der höchste Zeit. Tag ist da, ich pack meinen Kram ein. Jetzt auf, er dreht die Augen und fragt mich, muss das sein? Du kennst das doch, denkst du, ich bleib nicht allein. Das Leben hat endlich ein Ende. Diese Party ist eine Legende. Die Toreko ist wieder da. Die Toreko ist wieder da. Wir sind keine Fremdbrot, einfach gut drauf. Jetzt hab ich mal umgefragt und unterbrechen. Ein Stück Rockband ist mir aber leider viel zu laut. Ist dir egal, bring ich meine Hände noch lauter auf. Sandra Games bei mir ein großer Bund. Mach ich Schnaps, verzerrt ein klein wenig Bild. Ist dann spielen Nutz oder schade Alkohol und es ist der Abend, wie da wir umlösen. Was hier abgeht, ist der helle Wahnsinn. Die Toreko ist wieder da. Die Toreko ist wieder da. Diese geile Fritz einfach gut drauf. Oder Maske oder Sammler, kommen wir zusammen und jeder hat sein Ziel. Und da oben schraubt der Luft die Weite an seinem Spiel. Das hier ist nicht bloß irgendeine Party, Familienfest, ein Kindergeburtstag jedes Jahr. Wer einmal hier war, der kommt wieder. Ich bin so schnell, warum mit John Kontakt? Ganz alte Kack, ich Urlaub nach Montag. Die Toreko ist wieder da. Die Toreko ist wieder da. Wir sind geil auf Retro und einfach gut drauf. Thank you.
Zugabe! Zugabe! Ich will immer noch ein Kind von dir! Es sind halt 6 Minuten auf YouTube. Nee, sowas kann ich nicht. Also, ich brauch jetzt erstmal den Dirk. Wo ist der Dirk? Der steht hinter dir. Ach, der ist er schon. Du musst den Namen noch dabei. Ich will jetzt gerne mal die ganze Doreco-Orga hier auf der Bühne hier bei mir. Seid ihr schon da? Ich bin dein Gast. Bis der Rest, Jan? Jan? Dann brauchen wir noch unseren. Wie heißt der? Nee, da fängt noch nicht unser. Ach, da ist es. Ja, okay, gut. Also, Leute. Genau. Kommt mal nach vorne. Also, Leute, ganz ehrlich. Wir vom Forum 64 hatten tatsächlich bis zum Schluss Angst gehabt, dass diese Party nicht stattfinden kann wegen den ganzen Corona-Gedönse, wegen dem ganzen, den Auflagen. Und ich finde, unsere Jungs hier von der Orga, die haben einen mega Job gemacht. Die haben sich zusammengesetzt, die haben sich ein Konzept einfallen lassen. Und es ist nur, dass wir Bekloppte uns hier treffen können und können zocken und können Spaß haben. Und von daher haben wir uns gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gegeben, dass wir euch mal was zurückgeben. Und hier vom Forum 64 haben uns da was einfallen lassen. Genau, da fällt dein Geld raus. Die Hardcore-Szene aus dem Forum 64 hat gesammelt für euch, damit ihr nach der Doreco zusammen, was weiß ich, in die Kneipe gehen könnt, in die Sauna gehen könnt, wenn es Abend macht oder Gott weiß was auch immer. Aber das ist jetzt unser Dankeschön an euch, für das, dass ihr es durchgezogen habt, dass ihr es möglich gemacht habt, dass wir heute hier sein können, dass wir heute hier unser Wochenende haben. Vielen Dank an euch. Also Hut ab, das war eine mega Leistung. Gezählt, dass runtergefallen geht. Sind das 64 Cent? Nee, 65. 65 Cent, noch besser. Also einer hat 64 Cent, also hinten dran noch gespendet und einer 1 Euro und 1 Cent, deswegen gibt es 65 Cent. Ist ja mega! Aber insgesamt sind es 10 Cent. Alles klar, wir werden das gleich zählen. Ja, vielen Dank, dass ihr hier seid, weil unsere ganze Planerei hätte nichts gebracht, wenn ihr dann nicht gekommen wärt. Dann würden wir jetzt alleine hier stehen und müssen jeder sehr viel Geld für die Hallenmieter ausgeben. Aber dadurch, dass so viele gekommen sind, hat das Ganze im Endeffekt genauso gut geklappt wie in die ganzen Jahre vorher. Und ja, im Endeffekt können wir uns auch nur dafür bedanken, dass ihr alle genauso mitmacht wie die ganzen Jahre vorher. Und dass das Ganze auch genauso geil wird wie immer. Ja, ich sage auch nochmal als zweiter Teil vom Forum 64 Danke an euch. Und danke an euch alle, dass wir diese Party gemeinsam haben, weil, ich sag mal, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und ich hoffe auf viele, viele, viele weitere Doreco-Partys. Jawohl! Hey. Das hätte ich gerne.
letzte Regelkabel 2019 und 2020 war schlimm. Ja. Ohne Rekoparty. Ich habe dem Tag heute, gestern und heute sehr entgegengefiebert. Nicht nur du, bravo! Ich bin ganz zufrieden, dass alle den Test hier so freiwillig mitgemacht haben, dass das alles so klappt. Das war unser harte 1G-Regel, muss man ja schon sagen. Dass das alle so hinnehmen, ja, dass wir dann auch hier entsprechend schön frei atmen können. Besonderen Dank möchte ich aussprechen an unseren Testikus, der vorne die ganze Zeit da stramm steht. Bring mich besondere Ehre zu behalten. Wunderbar, eigentlich. Wenn er nicht dran gewesen wäre, dann hätte er die letzten 2 Tage nicht durchgehalten. Sollte nicht sein, er steht dran. Meine Damen und Herren, heute Abend sinkt für Sie das Niveau. Scheiße, aber irgendwas wollte ich. Scheiß Toastpreis. Würde ich sagen, nochmal ganz großen Applaus für unsere Weltbeste, also wirklich Weltbeste. Ich war auf vielen Veranstaltungen, aber es gibt keine Veranstaltung, die so geil ist wie die Dorego. Deswegen ein Applaus für unsere Dorego-Oga. Radio. Radio.